Ey, keiner macht eine Ansage. Das Doch, ist eine. du wärst ja Ich bin dran. Okay. Hallo, liebe Internetzuschauer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Die Überlebenden mit Nordisch und Dach. und Gusman. Das glaubt ihr nicht, was ich gerade gesehen habe. Ich habe hier einen Bär an dem Haus. Okay, und Palain ohne Bär? Nein. Hallo, ja, ich habe keinen Bär. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Rucksack und dann holen wir Gusman ab und dann überleben wir. So ist der Plan. Sehr gut. Da Sind wir schon vorne. Ah, oh, sammeln? hier ist auch Fettwasser, das ist cool. Also, Gusman retten ist sozusagen jetzt erstmal angesagt, damit wir alle wieder beisammen sind. Habt ihr einen Panzer gefunden? Nee, du? Nee, aber damit wäre es vielleicht möglich. Ach, wart. So, ich habe meinen Rucksack wieder. Alles ist gut. Dann mülle ich mich doch nochmal aus und dann. Tada! Level up. Und ihm ist warm. Das heißt, ich werde doch mal vielleicht einen Hut aufsetzen. Baue ich mir einen Cowboy-Hut und ein Bandana hätte Das ich ist gern, jetzt da nicht brauche ich euer Stoff Ernst. für. Ja, deswegen sammle ich auch gerade Stoff, weil ich mir noch eine schöne Rüstung machen will. Ja. Bandana. Da ist er schon! Was? Brauchen wir ja nicht mehr so. Boah. Wow. Der war schnell da. Das ist auch nicht so, dass die einmal hauen und dann haben die so eine Art Ruhephase wieder, bevor sie draufhauen. Das hat sich erledigt. Die hauen gleich mehrmals zu, wenn Na sie ja. können. Das ist auch neu. Ach ja, Stoff sammeln ist so schön. Ja, langweilig. Und So, damit dann schon. Das darf ich das. nicht. Einer fehlt Was ist denn noch. jetzt? Hoho. Maple Seed. Bisschen. Rezept. So. Rezept. Ups, Kaffee. So. Und dann wollte ich mir einen Hut bauen. Was ich interessant finde, du kannst mit dem Mausrad jetzt die Liste abscrollen. Hoch und runter scrollen. Jo. Das ist gut. Jo. Du brauchst nicht Das ist mehr mit den praktisch. Pfeilen da hin und her zu machen. Das ist Aber nicht ganz. korrekt. Das ist schön. Oh, das haben wir. So, und Ist das habe das ich gefunden, liebe Zombie-Bär? Zuschauer. Seht euch das an. Das ist eine Queste. Irgendwoher, ich höre überall Schritte. So Wir mein sind. Problem, normalen Bär von einem Zombie-Bär zu unterscheiden. Ich meine, die Der. Zombie-Bären haben so grüne Die Stampfer und sind. Die Zo nee, nee, nee. Der Zombie-Bär ist blutig, Oh. schwarz und hat rote Augen. Rote Augen, so nah will ich nicht rangehen, aber er hatte eine blutige Schnauze auf jeden Fall. Nee, 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 nee. Im Fell sieht aus, als ob der so blutige Furchen hat. Und ein Zombie-Bär hat eine Reichweite von gefühlten 20 Metern. Auch nach Okay. oben. Ja, erster Stock reicht nicht. Ich Nee. gucke ihn nur von der anderen Seite an. So. Erbärchen. Das machen wir ein bisschen nieder hier. Weil wir kriegen hier Eisen raus und Eisen brauchen wir für die Forge. Ihr seht's, meine Axt ist am Arsch. Und da brauchen wir Forge-Eisen zum Reparieren. Na, ich lasse mal den Bären in Ruhe, sonst. Ja, Das Bär auch sollten wir böse. eher gemeinschaftlich angehen. Ja, das würde ich auch so machen. Scrappen wir mal das Ganze. Maple Seed. So, zurück zum Haus. Eisen. Im Schweinigalopp. Recipes. Ich guck mal, ob ich zu meinem Rucksack komme. Da war nicht viel drin, aber trotzdem. Ah, meine Ausdauer ist mal wieder im Sack. Was?
Muss ich was trinken? Ja, könnte ich. Warum kann ich denn jetzt das nicht craften? Ach, weil mir einmal Stoff fehlt. Das ist aber auch ehrlich. Also manchmal. Ich glaub's nicht. Also manchmal bin ich es nicht. Ja, ansonsten ist es gar nicht mal schlecht. Wir haben ein Haus mit Forge. Wir haben Campfire da drin. Wir haben Wasser in der Nähe. Nee, eine Menge Wasser. Oh, viel Wasser. Ozean. Und wir haben natürlich Kohle. Ich baue hier mal fleißig Kohle ab. Kohle ist cool. Und ich arbeite fleißig an meinen Perks für die Pistole. Weil ich möchte eigentlich mit Pistole rumlaufen und nicht mit einem blöden Bogen, aber... Was? Jetzt geht's erstmal heim. Axt reparieren, Guzman abholen. Wie sieht's denn aus, Guzman? Wo steckst du da immer noch fest, oder was ist? Ich war so frei und hab mich aus dem Haus befreit. Gut. Das heißt, du bist auf dem Weg zu uns schon, oder was? Aber hallo, sagt er. Hallo. Toll, der hat jetzt einen Stoff dabei. Das ist ja wieder typisch. Da ist unser Haus. Aber... Oh, Ausdauer. Warum ist denn die Ausdauer so am Sack? Ich brauche mehr Athletik, glaube ich. Toll. Aber toll ist es hier noch nicht dran an der Büchse hier. Ei, warum kann ich denn... Ah, ich bin voll, ne? Oder doch? Tatsächlich. Eat this. Eat this. Oh, was haben wir hier denn? Eieiei. Schau ja ernst. Das ist ja nett. Ein fettes Loch mit Wasser unten drin. Würde ich aber nicht reinfallen wollen, weil dann seid ihr nämlich gekniffen. Ach, das ist die Pseudo-Höhle, die wir da haben, glaube ich. Ach, das ist keine echte? Ja, das sieht so aus, als wenn man da durchaus reinkommt, aber... Und dann, dass die geflutet ist. Aber die Frage ist, ob du da rauskommst. Rein geht alles. Ah, hier ist die Treppe, die ich uns gemacht habe, beziehungsweise die Rampe. Können wir schön rein, hoch und durch. So, Supply. Wir haben nämlich Essenskisten. Die Dosen und die leeren Gläser können wir da auch rein tun. Eigentlich. Oh, echt jetzt. So, dann wollte ich in die Forge das Eisen rein. Muss ich mir anbrüllen lassen, muss man von den Zombies. Das finde ich mal voll unfair. So, komm ich denn hier überhaupt wieder raus? Trau mich ja hier so irgendwie mal gar nicht. Machen wir mal eine Shovel. So, wieder zurück. Papier rein, Bandagen. Das ist noch Essen. Das ist Waffenteile. Kohle. Kohle stackt zu 1000, alles klar. Alle Grundressourcen stacken zu 1000. Ah, okay. Was die Höhle hier bereithält. Hier wieder raus. Das ist noch ein älterer Bogen, der kann zurück. Das mit dem, wieso stelle ich denn jetzt schon einen 131er Bogen her? Oder habe ich den gefunden? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das, ich habe auch einen 128er Knüppel. Also irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig.
Das ist noch ein bisschen fehlerhaft, nehme ich mal an. Jetzt kommt schon du, Sam, an. Mehr bringen als gegen Ende. Also du, es geht wohl relativ schnell, dass du halbwegs gescheite Sachen herstellen kannst. Okay. Aber es nimmt dann halt relativ schnell wieder ab. Dass dann, also der Zuwachs. Oh Mann. Oh, warum ist denn hier alles voll? Voll was? Voll der Zombies. Ist das so? So, das war ja nicht so prall. Also die Höhle ist eher so ein kleines, ja, weiß ich auch nicht. So, ich guck mal, was ich für eine Queste habe. Auch von nichts. Was ist denn da im Hintergrund los? Wieder Party, hä? Bei Parlayen wieder mal. Aua, Parlayen. Oh, Mist. Braucht ihr Hilfe da hinten? Oh, fuck. Anscheinend braucht ihr keine Hilfe da hinten. Also, ich brauch eine Map. Ich muss eine Schatzkarte finden. Oh Mann, ey. Was ist denn jetzt los? Ich bin im Wasser gestorben. Nee, oder? Igitt. Warum machst du das? Guzman? Weil da mein Rucksack lag. Ach so, das macht Sinn. Ja, oder immer noch, ne? Jetzt liegen zwei da. Da ist... Okay. Guzman, brauchst du Hilfe oder kommst du alleine her? Kann ich ja sagen, wenn ich beim nächsten Mal gestorben bin. Ach, dramatisch. Hast du da so ein riesen verbranntes Biom oder was ist da los? Das war jetzt streckenweise verbranntes Biom, ja, aber... Soll ich dich... Mehr. Wollen wir dich abholen? Brauchst du Hilfe? Quatsch. Okay. Quatsch, ich glaube, auslaufen kann. Lass meinen Mist jetzt einfach da. Das da. Also in die Richtung muss ich und dann finde ich einen Schatz. Oh, was ist das? Nun! Komm her! Als wenn ihr keine anderen Probleme habt. Ja, ich hab's gekillt. Tuck, 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 hat's gemacht. So, also Messer. Und dann holen wir mal schön Federn ab. Sehr schön. Hat jemand eine Fähre? Ich glaube, mit dem Ertrinken, da kann dir Parlayen weiterhelfen. Ich bin nicht ertrunken. Sondern? Ich wurde vom Zombie erschlagen, im Wasser. Die können anscheinend schneller im Wasser laufen, als du schwimmen. Okay. Das ist richtig, ja. Ding ist korrekt. 91. Oh, du Zombie, alle Zombie, Uschi, du willst was aufsmogeln. Ich sehe doch. Also, juckt der Kopf. Brauche jetzt. Oh, das? Voll ins Hirn. Habt ihr nach Süden hin Wasser? Ja. So. Hört das irgendwann auf? Die ganze Map ist mit viel Wasser, also. Also ist quasi nach Süden ein größerer Teich oder was? Ja. Größerer Teich ist gut, also das ist wirklich ein Riesenareal, was da nachher. Warte, ist er nur. Hört das im Osten irgendwann auf? Streckenweise. Also sind wirklich teilweise richtig große Areale mit Wasser, wo man hinkommen muss. Also. Da bin ich auch einen anderen Weg hergekommen. Hier ist eine Metallhütte, okay. Die ist aber schon geplündert. Die Metallhütte ist geplündert? Dass die nahe bei unserem Haus ist? Nein. Da ist ja gar kein Eingang gemacht worden. Denn
Ausnahme. Ich dachte, du wärst hier bei mir auf der Ecke. Wo die eine Hütte ist, die gehört. Schade. Oh Mann! Hör sag mal! Tape. Da ist Potassium, verdammt. Sag mal, ich treffe hier wohl nix. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen hier die Gegend zu erforschen. Jedenfalls den Busenmann entgegen. Eigentlich ist das schon ein schönes Areal, um zu bauen. Also eigentlich und da wir uns nicht mehr so groß. Ist eine kleine Prinzessin. Ja, schön von hinten in den Kopf geschossen. Oh, und den Kopf weggeschossen, ist das nicht hinterhältig. Geht wieder. So. Das der mit dem Grünmarker ist jetzt nordwestlich von mir und er ist verdammt in der Nähe. Okay, Potassium habe ich. Aber hier ist noch ja. Wasser. Ja, halt doch mal Richtung Norden. Also wenn du jetzt weiter im Grenzgebiet zum Schneebium nach oben läufst, dann bist du in Richtung Palain. Und ich stehe links von dir. Ja, genau. Ich kann aber sozusagen kein Land sehen. Also das ist mir ein bisschen weit zum Schwimmen. Och, du kannst, kommst aber rüber. Das, ja, musst du ja. Das ist schon sehr viel Wasser da, was du da hast. Also rüberschwimmen wirst du so oder so müssen. Okay, da geht's weiter. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob da nicht irgendwo noch eine Landzunge ist, aber gucke ich hier erstmal. Da gucken wir mal, wo der Weg hinführt. Ah, der Weg führt zu einem anderen Haus. Potassiumnitrat okay. Wolltest du haben, ne, Asrak? Ja, habe ich auch gerade gefunden und eingesäckelt. Das ist sehr wichtig wegen Schwarzburg. Ich habe hier noch ein Haus gefunden. Okay. Neben so einer Höhle mit Wasser drin. Also das ist eher ein Loch mit Wasser. Okay, mal gucken. Ich habe noch einen Kochtopf ergeiert. Okay. Och, ist kaputt. Kaputt. Verdammt. Hab ich noch ein bisschen Forgy dabei? Ne, hab ich nichts mehr. Kein Forge Iron mehr, verdammt. Hier ist ja gar nichts. Muss ich die Steinaxt wieder richten? Ein Klo. Ich hab ne Ranch! Sehr schön, Nummer 2. Ja, ich auch. Sehr gut, Nummer 3. Einwandfrei. Hier in dem Haus ist Wasser. Ah, wie geil. Wasser im Der überflutete Keller. Es gibt tatsächlich Leute, die sich über sowas freuen. Ja, hier gibt's Goodies. Natürlich freue ich mich darüber. Scheiße, ist auf vor allen Dingen sind da zwei Leichen. Die natürlich nichts dabei haben. Das hier ist ein leerer Tisch. Okay, da ist ein Safe. Ich glaube, ich sehe Kussmann im Wasser. Oh, das wird zu anstrengend, bevor ich hier absaufe. Ich sehe da irgendwas mit Licht. Ich sehe da was mit Licht. Ich schieß mal drauf. Nein, geh nicht ins Licht, geh nicht ins Licht! Okay. Erstmal raus aus dem Haus. Okay, das ist ein Haus mit einem überfluteten Keller, das heißt, da ist auch nochmal jede Menge Wasser drin. Aber erstmal raus hier.
hier. Wir müssen in die Richtung. Durch den Schnee. Hm, jetzt wo wir nass sind. Machen wir mal ein kleines Abenteuer. Ein Riesensee. Ist das sinnvoll, zu dem Haus zu laufen? Boah. Welches? Ich hab da hier eins als Haus gekennzeichnet. Ja, das ist das, was wir ausgebaut haben. Ja. Ohne Straße, das ist schon mal gut. Ist das aktuell sozusagen der Stützpunkt? Genau. So. Kann man so sagen. Ich habe auch noch ein Haus gefunden, da laufe ich mal darauf zu. Gleiten wir mal wie eine Feder im Wind. Gleiten wir mal dahin. Über den Riesensee. Das ist ja. Naja, See ist es eigentlich. Ist schon Richtung Ozean geht es. Okay, ich muss hier, glaube ich, mal was da trinken. Da sieht man, dass du ein Binnenschiffer bist. Das ist kein Ozean, das ist ein See. Wenn man da durchschwimmen kann, ist ein See. So, und los geht's. Vollgas. Wieso wow? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das weit weg. Doch, das ist mehr ein Ozean. Nee. Doch, wir können uns ein Boot bauen und drauf rumschippern. Ja, das ist kein See mehr. Das ist nichts zum Angeln. Das ist schon was für Hochseefischerei. Oh man, Zombies, sie gehen mal auf den Zeiger. Da kommen wieder Bäume in den Blick. Oder ist das eine kleine Insel? Och. Na, endlich. Endlich mal ein Treffer. Ich bin so gespannt, was mich erwartet. Land in Sicht. Gott, oh Gott, ist das. Aber wie gesagt, weit viel weg. Wasser habe ich auch noch nicht gesehen im Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also Wassermangel werden wir nicht haben. Nee, glaube ich auch. Definitiv. Wassermangel ist anders. Wow, 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 wow. Ein Schwein. Dryland. Mit so einem komischen Holzveranda, ist das das Haus? Ja. Und die muss die Veranda auch hoch, da ist eine Rampe. Aber noch mehr Zombies immer. Ihr kennt zu Hause oder was? Da ist jede Menge Potassium, sehr schön. Ja, da können wir schön Schwarzpulver herstellen, bis wir tot umfallen. Yay! Nicht doch, du haust mich nicht, doch, du haust mich. Aus der Sonne. Ich lade jetzt mein Gelump mal da rein in die Kiste, die ich hier gefunden habe. Den Baumstumpf sehe ich mir noch an. Entlumpe dich. Ja, jawohl, der war schön. Bisschen Waffenteile. So, darüber. Kaffeebohnen habt ihr schon irgendwo Oben im... Nein, wir haben noch keine Ho. Du müsstest mal eine Ho herstellen, dann hätten wir eine. Was ist das denn? Wäre nice. Oh, die... Ich hab's nämlich ehrlich gesagt vergessen, eine Ho herzustellen. Ich hab nicht mehr dran gedacht. Ich hab jetzt nur noch meine Queste vor Augen. Metall. Ist in der Forge. Oh, ich habe eine Stadt entdeckt. Ah, gut. Ja, das wird die Stadt sein, wo ich herkomme. Ja, das ist weniger gut. Und die hat einen Essenladen. Nee, das ist keine Stadt, das sind nur ein paar Häuser. Ich dachte erst. Oh, wow, wow. Alle Wald sind so gespawnt. Zack, peng, waren mal 5 mehr da. Oh. So geht's. Nix wie weg. Oh, Potassium. Ach, Mann, Leute. Was soll ich denn hier noch töten?
Potassium nehme ich mit. Also essen. Polizei muss rein. Weg. Ach, ich habe ja auch Fleisch dabei. Ich ja, habe jetzt mal den darf man sich nicht wundern. Stadt markiert. Ja, danke. Wohlgemerkt der Nordrand. Aha. Könnte vielleicht auch da mal eine Dings hinlegen. Eine Bettrolle. Wäre nicht verkehrt. Wäre richtig schlau, gell? Vor allem, wenn du stirbst und sonst vorauskommst. Ja, genau auf der anderen Seite. Ja. Oh Mann, ach ne, jetzt fällt er endlich um. Aber cool ist auch, dass mir hier die Hundefutterdose erstmal schön hinterher rollt. Ich find's witzig. Beim total unsinnig über die. Wo ist die Forge? Unten. So, Oh, die Dame hatte 10 Shotgun-Munition dabei. Ja. Das nenne ich für mich. Shotgun? Ja. Oh, das ist hier ein Teilenverfangen. Ja. Oh Mann, schon wieder. Also, das sind so deutliche Treffer. Irgendwo hier muss der Schatz sein. Aber ich sehe ihn noch nicht. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn du den Pfeil durch den Kopf durchgehen siehst. Ja, ja. Definitiv, ja. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Eine Queste, wo du einen Schatz finden musst? Oder, Keinerlei Erfahrung mit. Da kann sein, dass du nachgraben musst. Das ist vergraben. Nee, leider nicht. Bis jetzt habe ich nur eine Quest, wo ich innerhalb von einer Viertelstunde vier weibliche Zombies killen musste. Aber ich glaube, bis auf Skillpunkte kriegst du, glaube ich, eh nichts. Gut, es sei denn, du findest hier so eine Schatzkiste, dann vielleicht eher noch. Oh Mann, Leute, ich bin, was weiß ich, wie weit schon hier in Richtung Osten gelatscht. Ja, andersrum. Westen gelatscht. Oh Mann! Ich hab keine Bock mehr auf euch. Dreckszombies. Ich wollte eigentlich das auch. Oh Mann, durch den Kopf durch! Mir klaut der Magen. Ich muss Pipi und ich muss. Keine Ahnung. Der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, sozusagen. Anstatt dass jemand. Du, weißt du, an jeder Stelle ist hier immer irgendwo ein Biss. Weißt du, wenn du irgendwo. Aber hier, du. So eine Wurstwagen. Ja, aber ohne die Hunde dann auch bitte sonst. Ja, witzlos. Yes. Ach, da ist wieder was drin. Oh. Oh Mann, ehrlich. Manchmal, ehrlich. Wo ist jetzt das okay. Haus? Haus war da. Was mach ich denn jetzt? Quick. Ach ja. Oh. Ach ja, war klar, dass hier wieder eine rumrennt. Das war wieder so klar. Da sind ja noch. Ich hatte mal 100 Pfeile oder 130 oder so. Na komm. Oh, Honig. Honig brauchen wir. Wichtig, ganz wichtig. Honig für mein Honigbrötchen. So. Schuvel. Crafte das. Und verloren du Vieh. Hast du nicht gut, du sollst umfallen. Alter, 3 Pfeile im Kopf. Was ich cool finden würde, wenn sie es irgendwann mal einbauen, dass die Pfeile auch drin stecken bleiben. Das würde ich nett finden. Das ist ja cool, ja. Wie tief muss man denn da graben? Gibt es da eine Idee zu? Keine Ahnung. Gut. Maximal 63 Stufen. Also zumindest war früher da am Ende der Veranstaltung.
Irgendwie, hier ist nichts drin. Dann gibt's halt alle Ohren. Ja, aber ich würde mal sagen, dann gucke ich hier mal in der nächsten Folge rein, wo wir mal hier so ein kleines, wir haben jetzt ja Mittagsstunde, ne? Ist ja Zeit für Mittagspause, die gesetzliche Mittagspause. Ah, ich verstehe. Alles klar. Zeit fürs Knobbes. Wer macht eigentlich die Abmoderation? Wer ist das? Das wie du möchtest. Mach also, du. Du kannst gerne. Okay, soll ich? Ja. Ja, denn habt ihr es gehört? Onkel Azrak hat gesprochen. Onkel Azrak, super. Lasst uns nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und, genau. Dann sehen wir uns dann schon bei der nächsten Folge wieder. Nächste Woche, am Dienstag würde ich sonst sagen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Sollte passen. In diesem Sinne, bis demnächst und tschüss. Tschüss. Ciao, macht's gut.